Erster Spieltag der Futsal-Regionalliga Nord. Die Futsal-Falken des VfL Oldenburg treffen auf Hannover 96. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig, auch bei den Zuschauern, die zahlreich in der Sporthalle Wechloy erschienen sind. Allerdings gibt es auch eine traurige Nachricht. Gründer und Ikone der Futsal-Falken, Hergen Fröhlich, bestreitet heute sein letztes Spiel für die Gastgeber. Sein Ziel heute, ein möglichst gelungener Abschied. Steigen wir ein in die Partie. Die Hannoveraner in Schwarz von links nach rechts mit Scharnhorst. Erste Szene gehört den Gästen. Kempelmann aber gut zur Stelle. Dann kommt Oldenburg mit Shahin und Siegert. Erste Chance, erstes Tor für Jonas Siegert, der gut herausgespielt wird. Der Konter sitzt hervorragend. Er kann den Ball dann noch zusätzlich an Castellanos vorbeilegen. Und er bleibt gleich drin in der Partie. Siegert und dann diesmal Shahin. Genau andersrum. Das 2:0 durch Laurent. Shahin gleich zweimal kann Castellanos noch abwehren. Beim dritten Mal ist der Torwart dann machtlos. Das Team von Thorsten Hagels immer wieder mit Tempo gegenstößen. Arntjen, das muss eigentlich das 3:0 sein. 96 hat Glück, dass der Mann mit der Nummer 10 den Ball hier am Tor vorbeizieht. Die Hannoveraner teilweise mit viel Ballbesitz, aber Fehler werden von Oldenburg eiskalt bestraft. Fröhlich. Lührs super kombiniert. Fröhlich! 3:0. Das ist sein besonderer Moment. Und jetzt ist der Abschied auch endgültig gelungen. Ihn zieht es beruflich ins Rheinland. Er kann daher nicht mehr vor Ort bei den Futsal-Falken mitwirken, wird dem Verein aber als Berater treu bleiben. 3:0, dann auch der Halbzeitstand. Das Team um Spielertrainer Vedat Hasani, aber mit gutem Schwung aus der Pause. Scharnhorst und Vahedi. Der Anschlusstreffer nach 24 Minuten, alles wieder drin. Und was für eine wunderbare Vorlage von Scharnhorst, per Volley weitergeleitet. Vahedi muss den Ball dann nur noch einschieben. Die Freude währt aber kurz, denn Oldenburg ist sofort wieder mit der Antwort zur Stelle. Michel Lührs, sein erstes Tor in dieser Saison, auch in der 24. Minute. Die Männer in Grün-Weiß mit teilweise wunderschönem Angriffsspiel. Klasse Ball für Fröhlich, das wäre es gewesen. Ein absolutes Traumtor liegt ihm da auf dem Fuß, geht aber über den Kasten. Die 96er verlieren derweil etwas den Zugriff. Lührs 5:1. Von Siegert eingeleitet. Diese Szene. Schöner Ball, schönes Tor. Er hat ein klasse Stellungsspiel. Michel Lührs, deswegen auch sein zweiter Treffer hier. Die Futsalabteilung des Zweitligisten beweist aber Moral, spielt weiter mutig nach vorne. Scharnhorst aus der zweiten Reihe, aber was Kempelmann und Koda wegverteidigen, ist wirklich gut. Und dann kommen immer wieder diese Konter dazu. Arntjen am Torwart vorbei, 6:1. Jetzt macht er seinen Fehler, als er das Tor nicht traf, aus der ersten Halbzeit wieder gut. Da ist Arntjen nach 29 Minuten das 6:1. Oldenburg spielt sich jetzt in einen Rausch. Arntjen auf Völkering. Völkering, ein unfassbares Tor. Wunderschön, die Ballbehandlung von Völkering, vernascht gleich zwei Gegenspieler, kann den Ball dann noch clever im Tor unterbringen. Das schönste Tor des Abends bislang. Trotz oder gerade wegen solcher Tore spielt der VfL weiter munter auf. Fröhlich, Lührs im zweiten Versuch, das 8:1, ein lupenreiner Hattrick durch den Mann, der auch gleichzeitig Athletiktrainer der Mannschaft ist. Michel Lührs bleibt auch sofort im Fokus der Partie. Hier angespielt durch die Seitenverlagerung, versucht's einfach mal direkt. Völkering steht genau richtig, macht das dann artistisch und dann ist wieder Lührs zur Stelle. 9:1, natürlich wird das dann auch deutlich nach 37 Minuten. Oldenburg und insbesondere Lührs aber einfach nicht zu stoppen. Völkering gewinnt diesen Treffer durch seine Beweglichkeit. Da hat er von Athletiktrainer Lührs wahrscheinlich einiges mitnehmen können in Vorbereitung auf diese Saison. 2 Minuten übrigens noch zu gehen. Oldenburg will noch den 10. Treffer. Lührs, Michel Lührs, 10:1. Kaltschnäuzig, nicht nur sein Stellungsspiel, sondern auch seine Abschlüsse. Das Tor in der 38. Minute bleibt dann aber tatsächlich die letzte Chance
der Partie. Der VfL Oldenburg und Hannover 96 trennen sich mit 10:1. Ein dominanter und auch überzeugender Sieg der Gastgeber. Sie waren heute eine Nummer zu groß für die 96er, die in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich in das Spiel gefunden haben. Auf der einen Seite ein enttäuschter Spielertrainer Vedat Hasani, aber auch ein glücklicher Herken Fröhlich bei Christian Oldendorf. Haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Erstes Spiel, erster Auftakt. Wir sind eigentlich mit relativ breiter Brust und guten Testspielen hergekommen. Hatten ein schönes Testspiel auch gegen St. Pauli gehabt. Heute haben wir uns gut auskontern lassen. Also ich glaube, die erste Halbzeit war so tatsächlich, dass wir gefühlt jeden Konter drin gehabt haben. Da hat noch die Organisation gefehlt. Die Jungs von Oldenburg haben das clever ausgespielt. Wir haben unsere Chancen nicht gemacht, die Chancen, die wir hatten. Wir haben nicht das gezeigt, auch was wir uns vorgenommen haben. Letztendlich, gut, verdienter Sieger Oldenburg, aber ich glaube, wenn wir das auf ein Spiel gebracht hätten, was wir auch können und auch normalerweise auch gelernt haben, sieht es hier ganz anders aus. Ja, Fazit, ich glaube, wenn man 10:1 gewinnt, war es dann am Ende doch eindeutig. Am Anfang, muss ich sagen, nervös gestartet. Ja, aber mit der Ansage vom Trainer, weniger Kontakte ist mehr, ja, wurde es dann immer eindeutiger. Genau, aber fürs erste Saisonspiel würde ich sagen, super gestartet. So kann es weitergehen. Ja, mit einem Lächeln im Gesicht und 3 gewonnenen Punkten verabschiedet sich Herken Fröhlich vom VfL Oldenburg. Der Abschied hätte besser wohl kaum laufen können.